Die spawnen ja auch einfach mal so aus dem Nichts. Nö, du rennst nur in die falsche Richtung, unter anderem. wo müssen... Achso, wir müssen die grünen Punkte da finden, ne? Ja, da haben wir jetzt alle drei. Also bei den... bei manchen Maps gibt's so eine grobe Richtung, in die man gehen kann. Aber hier, die Gegner sind jetzt auch einfach so aufgestanden. Ja, die halt aus dem Bildschirmrand und so. Nee, nee, du läufst und direkt vor dir. Nö. Also ich nicht. Also haben wir die Quest jetzt schon fertig? Ja, so halb. Was heißt so halb? Das muss man noch irgendwo einsetzen oder so. Okay. Oh. Es gibt bestimmt auch unterschiedliche Effektivitäten oder Resistenzen von Gegnern auf bestimmten Schaden. Ja, das steht ja bei denen dabei. Bei den Gegnern? Ach so, okay. Hat man halt nicht unbedingt die Zeit noch durchzulesen, wenn man dann schon gefistet wird. Ja. Dann wohl eher nicht. Schuhe. Die kann ich aber nicht tragen, weil sie unidentifiziert sind, kann das sein? Ja, musst du halt identifizieren. Ah, und ich habe natürlich kein Ding. Ich auch nicht. Wo gehen wir jetzt hin? Keine Ahnung. Vielleicht nach unten. Eigentlich sollte das nach oben gehen, aber... will natürlich aus demonstrativen Gründen nicht. The fuck? Hier links geht's lang. Ach so, hier auch. Okay. Hier ist noch irgendwas. Ja, das müsste aktivieren und dann. Und dann jetzt offen. Alles klar. Jetzt ja mal reinschauen. Wenn da gleich ein Wegpunkt ist, jetzt müssen wir erstmal wieder zurück in die Stadt und mit den Typen reden. Okay. Wegpunkt, irgendwo. Ja, bis zum Wegpunkt können wir noch gehen. Weißt du, wo der ist? Nee, aber wenn du auf gehst und dann über was? Die. Über, auf U und dann über das Gebiet, wo wir gerade drin sind. Ja. Dann siehst du da so ein. Hinter dem Namen so ein blaues Ding. Das heißt, dass da irgendwo ein Wegpunkt drin ist. Okay, ja. Cthulhus! Ja, genau das. Das erinnert mich gerade an eine ganz, ganz schlimme Phase in Skyrim. Mit den Falters oder so. Ich weiß gerade gar nicht, wie die hießen. Diese Käferkacke, da gibt es eine Höhle. Ich habe mich verirrt. Ach so, oh. Das war die erste Quest, die ich machen sollte. Irgendwie diesen Berg der Weisen dort finden und ich habe das nicht gerafft mit der Karte. Ich bin dann drumherum gelaufen und dann bin irgend so eine Höhle reingekommen. Ja, das sind die schrecklichsten Dinger im ganzen Alter, Spiel. Alter, so ein übelstes Albtraumerlebnis. Da brauchst du nicht mal Mods dafür, das ist so schon Horror. Ja.
Und hier ist es natürlich ähnlich, nur dass es aus einer anderen Perspektive ist und dass wir natürlich auch zusammen sind. Ja, und die sind jetzt nicht so schlimm. Ja, aber... Ja, und dann die Goblins. Also zusammen, beide. Und die Musik. Ja. Also... Und vor allem keine Heiltränke oder so. Mhm. Und vor allen Dingen, irgendwann sind sie ja alle und ist ja egal. Ja. Ah, hier ist er. Wo denn? Ach so, da. In die Stadt? Ja. Ja, gut. So. Und jetzt suche ich mir irgendeins aus. Und jetzt wieder zurück. Welcome. Scavengers. Rowers. Zurück wieder in das Gebiet, wo wir gerade waren. Ja. Oha, ein neuer Skill. Oder ist das das Item, was du gerade bekommen hast? Nee, das ist der Skill. Also, ja, Skill halt. Also. Ja, Skill Gem. Okay. Das, was ich mir gerade ausgesucht habe, war das auch sowas? Was du dir ausgesucht hast? Jetzt gerade als Questbelohnung? Ja, da hat jeder unterschiedliche. Aha. Aber also von Klasse zu Klasse. Okay, aber prinzipiell müsste es ja dann trotzdem das gleiche sein, oder? Hier. Ne, es gibt ja unterschiedliche. Nee, aber ich meine so von der Art. Also... Ne, es gibt ja unterschiedliche. Okay, also es ist nicht mal gesagt, dass das irgendwas ist dann. Also es kann sein, dass bei dir auch irgendwie Feuersturm oder so dabei war, keine Ahnung. Ja, das war auch mit dabei. Ja. Ach, du hast Feuersturm genommen. Nee, das ist jetzt hier dieser Rain of Arrows. Okay. Ah, ich hab jetzt auch hier... Ach, genau. Ich hab jetzt auch eine Fertigkeit mehr. Und zwar so ein Eishammer. Der irgendwie sich nicht einsetzen will. Ach so, doch. Ah, es ist ready to level up. Was heißt das? Da werden die besser, die Skills. Und was heißt ready? Also muss ich jetzt irgendwas machen? Bereiter ist es ja, du musst da auf das Plus klicken. Also unter der Minimap. Unter der Minimap? Wenn du aus dem Inventar rausgehst. Du meinst, wenn ich ins Inventar reingehe, oder? Nee. Ach so, alles klar. Ach. Muss ich da jedes Mal draufklicken dann? Ja. Okay. Das willst du ab und zu auch nicht, weil es dann mehr Mana kostet oder sonst keine Ahnung warum. Okay. Alles klar. Kann ich die auch zurücksetzen quasi? Wie? Nö. Achso, nee. Doch, ja. Doch. Aber macht wenig Sinn.
weil gegen Ende ist es dann, dauert es ziemlich ewig, die hochzuleveln, und die werden dann auch mehr wert. Okay. Also insofern ist es schon gut. Ja. Und die leveln auch nur, wenn ich, also die leveln jetzt nur weiter, wenn ich quasi schon auf dem neuen Level bin. Ja, oder? Okay. Ja, das weiß ich nicht genau. Ich glaub schon. Oh. Das scheiß Vieh lebt ja immer noch. Bisschen mies, dass da noch einer drin ist. Das ist ja wie die Kaka. Okay, Ja, gewonnen. Gewonnen. Ja, was? Belohnung abholen. Alles klar. You managed to kill a granddaddy? Oh, Skillbuch. Okay, was jetzt? Skillbuch benutzen und ein Skill kriegen. Ich hab. Achso, es gibt eine neue Quest. Irgendwie. Ja. Dann geht's wieder hier raus. Ja. Allerdings haben wir den Wegpunkt noch nicht gehabt. Doch, Submerged Passage und in den Flooded Dingern, da ist eh keiner und da müssen wir eh nicht weiter. Jetzt die Frage, wo es lang geht. Wir müssen hier hoch zu dem Roten, oder was? Ja, da sind wir ja vorhin schon lang. Ja. Kann sein, dass da noch der Weg weitergeht, und wenn nicht, dann nicht. Ja, natürlich nicht. Vielleicht hier oben? Nee, na toll. Ah, ich muss mir mal gerade die Karte ein bisschen transparenter machen. Ich bin natürlich. Ach so, doch nicht. Also hier unten ist ja noch so ein rotes Ding. Wo? Ja, das ist halt der Eingang. Ach so. Und mit wertvoller meintest du natürlich wertvoller zu handeln. Ja. Und halt besser vom Schaden ja, her. Ja. Und wenn ich hier zu viele. Achso, okay. Also es hat dann natürlich keinen Vorteil, wenn ich hier unendlich viele Small Mana Flasks habe, wenn ich dann sowieso nur 5 Slots benutzen kann. Ja. Und aber du kannst 3 Mana Flasks beim Händler für eine größere eintauschen. Alles klar, okay. Alles mit eintauschen hier, das klingt ganz cool. Superior Small. Was ist denn überlegene kleine? Das klingt ja komisch. Ja, da ist Qualität drauf, und Qualität bringt je nach Gegenstand irgendwas. Okay. Hier geht's lang. Wo? Na, warte mal, wie komme ich denn dorthin? So eine Labyrinth-Scheiße hier. Alles klar. Ist das auch sicher der richtige Weg? Ja. Viele Gebiete gibt's nicht. Mhm.
Cthulhu! Ei, ei, Cthulhu, Tagen, viele, ah! Sprichst du Cthulhu? Nicht Cthulhu, das ist Rileisch oder so, keine Ahnung. Und nein. Der Skill ist ja mal richtig nice. Kann ich hoch unter meinen eigenen verschiedenen Charakteren miteinander handeln? Ja, über die Truhe halt. Okay. Warte mal kurz. Hier geht's nicht lang. You cannot level up this Gem, because you don't meet the requirements. Ja. Was mache ich da? Die Requirements erfüllen. Entweder hast du zu wenig von irgendeinem Attribut oder du bist zu niedriges Level. Ah, okay. Dann, warte mal, das verlass mich mal nicht. Ja, ja. Ach so, okay. Kann ich irgendwie die Stärke oder so noch verbessern? Ja, mit Items oder mit Skillpunkten, also Passivskills. Passivskills, okay. Ich muss mal gerade meine Skillpunkte setzen. Eigentlich sollte ich mir das erst noch durchlesen, naja. Okay, dann bin ich jetzt ein bisschen schlauer. So. wie komme ich jetzt zu dir? Besten laufen. Nee, da glaube ich nicht. Da sind so viele Cthulhu-Viecher schon wieder. Verreckst gleich. Ja. Aber es macht Spaß. Ach, na klar. Mein Inventar ist voll. Ja, nehme ich gern. Nein, das war gar nicht voll. Hä? Aber hier geht's lang. Okay. Du warst doch irgendwo hier. Ach so, du bist unten gewesen. Ja.